6, 9, 10. Alles klärchen. Spielestyle 80. LOL. Wow, really? Es ist einfach abgeschmiert, what the fuck? Ja, geile Scheiße, was soll denn der Trick jetzt? Oh Mann. Nur weil mich Bloody mit Spielestyle 88 angegriffen hat. Dieser Frechdachs. Angegriffen hat, angeschrieben hat, meine ich natürlich. Jetzt können wir uns hier noch die Gilde genauer anschauen. Jetzt seht ihr das hier auch hier. Schaut euch das an hier. Pff, noch kein 150er in der Gilde. Schwach, schwach. Hat wir haben ja 7. Da ist einer Backfisch. Dummer Name. Lell. Aber nur ein, nee, nur zwei Master. Ja, da haben wir schon mal mehr. Also Master sind wir schon mal in der Überzahl. Und zwei Level 1er. Peinlich, peinlich. So. Okay, Ex ist wieder offen. Okay. Alter, hoffentlich bin ich jetzt nicht gestorben, ey. Scheiße, hab ich gar nicht nachgeschaut. Oh nein, Alter, wenn ich jetzt. Oh nein, Alter, nein. Ich bin jetzt nicht gestorben, oder? Ich spawn dann halt wieder in Dark. Ah, wobei ich kann mich ja resten. Oh, oh shit, 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 shit. Oh, mich greift noch einer an. Oh shit, mich greifen mehr. Oh shit. Und meine Blue Pills sind leer, sehe ich gerade. Fuck. Ach, ihr seht es jetzt gar nicht. Ich habe noch den Schirm von Dela, ne? Ah, ihr sollt sehen, wie ich sterbe. So. Ah! So. Puh. Ah, es war nur einer. Nice. Ups. Erstmal Breath buffen. Du wolltest mich umbringen, hä? Jetzt gibt's auf die Fresse. Oh, mein Pet ist nicht mehr draußen. Ja, das Problem ist, ich habe kein Food mehr. Ich muss mal kurz checken, wie viel Dela noch hat. Oh, fuck. Damn it. Der hat noch zwei Steaks. Ach komm. Oh Mann. Das heißt, ich darf dann erstmal Food kaufen gehen. Geile Scheiße. Da freue ich mich schon richtig drauf. Habe ich schon so viel Lust drauf, nochmal rauszugehen. Ah! Stop the trade. Anfragen. Jetzt müsste man wissen, was Anfragen auf Englisch heißt, ne? Was heißt eine Anfrage auf Englisch? Holy shit. Oh shit. Ich kann es ja theoretisch. Oh, jetzt kommt die geniale Idee des Jahres. Moment. Ah. Jetzt lasse ich es einfach offen, da können sie keinen neuen mehr senden. Ich bin ein Evil Genius. Aber meine Pillen sind auch leer, alter Schwede. Ich fick mich gerade ein bisschen sehr. Alt. Ja, 4700 Crit, ey. Fuck yourself. Scheiß Meteonica. Ich esse nur Chicken. Das ist meine Grundvoraussetzung. Anfrage Request. Wusste ich, wusste ich. Ich habe euch nur getestet. Wusste ich. Schon nicht mehr connected Bob. Oh, Firecard B. Wurde mir jetzt die zugesteckt oder habe ich die selbst gedroppt? Das ist die Question. Was ist denn das für Food? Wer foodet denn das bitte?
Wo bekommt man das überhaupt in solchen Mengen her? Boah. Also ich esse ja nur Chicken. Gesundes, schönes, frittiertes, fettes, 3000 Kalorien Chicken. Mit Gehirn drin. Von KFC. Oh ja, ich hab's gesagt. Shots feiert meine Freunde. Hat. Dass es so eine Liste gibt, wo man Titel auswählen kann, den dann ausrüsten kann, wie jetzt so, aber der wird noch nicht angezeigt. Aber da kann man dann den Fortschritt sehen, wie viel man davon schon hat. Das wäre richtig nice. Dann wüsste man auch beim Food, wie man da dran ist. Ja. Und auch beim Springen und so, wie oft man schon gesprungen ist und so weiter und so fort. Das wäre richtig nice. Weil so habe ich jetzt keine Ahnung, wie viel Meteoniker ich jetzt schon gekillt habe. Ich meine, natürlich, es sind erst ein paar hundert oder so. Aber trotzdem wäre so eine Zahl schon mal ganz nett. Weil so hat man halt keine Ahnung, wie man jetzt dran ist. Vor allem, wenn man jetzt einmal so einen Tag macht und dann erst zum Beispiel jetzt wieder in einem Monat oder so ich wieder hier bin, dann wüsste ich halt gern, wie viel ich beim ersten Mal gekillt habe. Ja, aber tja, gibt's nicht. Ne? Dafür ist Websend zu cool, um sowas zu einzuführen. Einführen. Haha, was für Verhandlungen. Dosensuppe, so geil. Tja. Dosensuppe ist die Grundlage einer jeden Verhandlungsbasis. Dane! Moinsen! Nice Livestream. Auf welchem Server spielst du? Ich spiele auf Clockwork. Steht auch im Titel. Wahrscheinlich sagt jetzt nicht so wirklich Clockworks was. Ist der neue englische, europäische Server. Weil so neu ist der gar nicht mal. Aber, ja, doch, eigentlich schon. Relativ neu. Halbes Jahr alt. Nee, noch nicht ganz ein halbes Jahr. Jetzt sind es, vor 3 Tagen waren es genau 5 Monate.
Wir chillen bei Cairns. Ah. Wo ist, wisst, die echten Gangster chillen ja bei Red Meteo. Wir chillen ab sofort bei Red Meteo. Red Meteo ist jetzt unser Gilden-Chillplatz. Cashlol, danke für dein Follow, mein Freund. Und Coit Bane, danke für dein Follow, mein Freund. Safe is safe. I think it's safe to safe. Keine Ahnung, wie es sieht weitergeht, aber auf jeden Fall. wie heißt denn das nochmal? Das ist aus American Pie, ja. Aber ich weiß nicht, wie das Lied heißt. I think it's safe to safe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sagt er dann einmal Hooligan oder sowas? Irgendwie sowas in der Richtung. Das ist auf jeden Fall ein cooles Lied. Richtig hart oldschool. Oh shit, Kiara ist mad. Oh shit, das gibt ein DK. Oh shit. Also nicht für Kiara, sondern für FSK 18. Wenn der Kerl mad ist, dann ist sein krasses OP-Equip auch mad auf dich. Und wenn sein krasses OP-Equip mad auf dich ist, dann bist du mal ganz schön mad live. Hashtag LOL-Anspielung. Hashtag niemand kennt diesen koreanischen Spieler. Oh shit, Chaos Sonic hat mich Mental Sein gebufft. Oh mein Gott. Wie kann er mir das nur antun? Ich dachte, wir wären Freunde. Ich kenne ihn. Ach so, Madlife, ja. Also ich schreibe nebenbei ab und zu ab in den Chat da drüben. Schade ist so scheiße, ich bin Master 120, 99,99%. Keiner verkauft HeroQuest die Sachen und droppen tun die auch nicht. Da hätte ich ein Angebot für dich. Ich habe nämlich HeroQuest. Ah, wobei die Rare Eyes habe ich nicht. Ah, nee, vergiss es, habe ich nicht. Vergiss es. Ich habe die Eyes nicht. Ich habe die Eier nicht. Es ist Ostern und ich habe keine Eier. Scheiße. Naja, es ist 16. Man braucht ja noch die. Eigentlich heißen die ja Weird Eye oder Weird. Und. Ja. Irgendwie komisch. Wie heißt denn hier nochmal Mysterious ein, ne? Also, vorhin hatte ich ja eins, aber es war von Bloody, es musste ich löschen. Sag mal, Alex, wenn er im. Wenn er mal onkommt, dass er zu Meteos kommen soll, jeden Triff. Ah. Ja, wenn du Meteor sagst, wieso Meteos, Meteo, der weiß wahrscheinlich nicht mehr, was es ist.
Spaß, aber naja. Ups. Ah, schon wieder verpackte Drops. Ich habe euch schon in Astria gesehen, mein Freund. Ich weiß, wer deine. Ups. Ich buff mich gerade selber. Ich weiß schon, wer deine M ist. Ja. Ich habe dich komplett durchschaut. Ich habe dich durchschaut. So. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich noch machen soll. Jetzt bräuchte ich jetzt zum Beispiel so ein Ding, wo ich sehe, wie viel ich schon gekillt habe. Dann könnte ich sagen, okay, jetzt mache ich noch den nächsten 100er voll oder den nächsten 1000er. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich stehe, ist das Problem. Also, please, Websend, please, führt das ein. Das wäre sogar nicht mal eine große Änderung. Das könnten sogar diese Idioten programmieren. Also, Entschuldigung, aber ist ja so. Ich meine, die sagen ja, die Entwickler arbeiten nicht mehr dran, deswegen können wir im Spiel nichts mehr Neues machen. Als ob das so ultra schwer ist. Eigentlich ist der Chat. Ah, nein, kann ich nicht einzeln einblenden. Ne? Schade. Für den Zwanni programmiere ich das. Oh, Heikson, du sollst mal umkommen hier. Geh den Treff bei Meteonikern, du Bob. Komm mal online. Lohnt es sich noch, Flife neu anzufangen? Auf dem Server ja, auf dem deutschen nicht. Der beste Name ist eh Buff Bob und der ist leider schon vergeben. Der ist vergeben. War vorhin sogar online. Ich habe ihn vorhin gesehen, den Buff Bob. Aber da hatte er einen Knuckle, warum auch immer. Warum Buff Bob einen Knuckle braucht, weiß ich nicht. Aber er hatte auf jeden Fall einen. Spiel mal bitte jetzt ein Bit im Kornfeld. Das hörst du doch immer, wenn jemand followt. Musst deine ganzen Freunde holen, schauen sie den Stream an, dann followen sie. Dann hörst du das Lied ganz oft. Ja, Taktik, meine lieben Freunde. So gewinnt man Zuschauer. So gewinnt man Zuschauer. Ich bin ein verdammtes Genie. Ein Multimedia-Genie. Ein Einschaltquoten-Genie. Ich sollte fürs Fernsehen arbeiten, für ProSiebenMax. Die haben ja so schlechte Zuschauerquoten, habe ich gehört. Für ihren Anime-Sessions. Wie willst du mir einen Screenshot geben? Den kannst du mir höchstens schicken. Ach, Chaos Sonic, was machen wir nur mit dir? Du bist schon fast so schlimm wie Bloody. Und das heißt schon was. Das ist schon eine ganz schöne Degradierung. So. Also, der junge Mann möchte ein Bett im Kornfeld von Jürgen Drees hören. Dann erwünschen wir ihm mal den Full. Nee. Dann erwünschen wir ihm mal. Doch. Den Füll, genau. Erwünschen wir mal ihm den Füll. Sogar live. Das ist eine Live-Show. Eine Live-Show, meine Freunde. Ihr hört jetzt.
so ein Bettenkornfeld. Ein Bettenkornfeld, Stand Nummer 8, das war Jürgen. Ach, wunderschön, nicht wahr, meine lieben Freunde? Wunderschön. Das ist noch Musik. Das ist Musik. Ja. Der Jürgen weiß einfach, wie man singt, ja. Der Jürgen weiß es. Ach, und wegen Copyright. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Tonspur wieder gelöscht wird. Die können mir nichts antun. Das ist das Schöne dran. Es ist einerseits das Schlimme, aber gleichzeitig auch das Schöne, weil die YouTube löscht einfach die Tonspur und damit können sie mir nicht ans Bein pissen. Wegen so einer Kacke. Dafür ist ja die Tonspur weg, aber mein Gott. Gibt Schlimmeres. Aber bei Jürgen ist es ja nicht so, weil ich meine, er ist ja mein Follower alertet schon seit mehreren Monaten. Da, wegen ihm wurde noch nie was gelöscht. Ja, der Jürgen ist cool. Der Jürgen ist cool. Bestes Lied ist Zu Faded. Verstehe ich nicht. Zu Faded. Kenne ich nicht. QA Flife is Estermain. I don't speak Spain, sorry. Und jetzt Helene Fischer. Igitt, Alter, wir hatten so eine Scheiße, bitte. Was wurde ich denn da jetzt gebufft? Jetzt ist mein Blazing Sword weg. Was ist jetzt weg? Quickstep ist jetzt weg. Okay. Was ist jetzt weg? Jetzt ist Haste weg. Ja, aber Haste kann ich verkraften. Na, ich hatte nur noch 98% Attack Speed, scheiß drauf. Ah. Schwachsinn, es war Blazing Sword weg. Etwa Blazing Sword. Das geblazte Sword. Die NPD hört's, kein Scherz. Was NPD hört Helene Fischer? Alter Schwede, ein Grund mehr sie zu hassen. Oder nicht zu wählen oder so. Oh shit, die kleinen N4Z1. Nachwuchs N4Z1 sind es. What Flife is, it's Flife Gold, if you mean the version. And this is the English server Clockworks. European server Clockworks. European Uppercut server. Oh yeah. The Smackdown Slang is real, boys. Oder was heißt Smackdown? Wrestling. Helene Fischer ist top, finde ich nicht. Nur weil die ein Lied gebracht hat, ey, wird die gleich gehypt. Das ist unglaublich. Ist irgendeiner fett am Appen hier?
In der Gewit. Ich habe das Gefühl, es ist Rock Sash. Willst du mal morgen helfen, Flife neu anzufangen? Hab das letzte Mal vor knapp 6 Jahren gespielt. So leid es mir tut, aber helfen großartig fehlt mir die Zeit zu. Ein bisschen auch die Lust, wenn ich ehrlich bin. Aber morgen ging es sowieso nicht, da ich morgen nicht da sein werde. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. So. Oh fuck. Puh. Ich sollte vielleicht mal die Pillen auf 2 tun, ne? Oder die Hot Duck Ducks, irgendwas. So. Guten Abend zusammen. Russia to go. Moinsen. Bist früh dran, mein Freund. Wir haben gerade erst angefangen. Schon 3% wieder gemacht, ey. Holy shit, das geht hier echt schnell, muss ich sagen. So richtig geiler Beat im Hintergrund gerade. Ich weiß, ich bin ein musikalisches Genie, ey. Ich sollte damit mein Geld verdienen. Aufhören mit Livestream und Let's Plays und anfangen mit Musik. Professioneller Hintergrund-Beatbox. Ja, ihr werdet schon sehen, in einem Jahr bin ich auf jedem Cover von jedem Beatbox-Magazin. Oder Hintergrundmusik. Magazin, Zeitschrift, TV-Show, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Ist es denn sicher, dass Flife nicht auch bald abgeschaltet wird, genauso wie Draconica? Draconica wurde abgeschaltet, weil das Spiel kein Mensch gespielt hat. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was so ist, was das ist, was das war. Ja? Flife spielen zu viele. Und der Unterschied ist halt, mit Flife verdienen die halt trotzdem noch so viel Geld. Ja? Und ich meine, Draconica haben die halt abgeschaltet, weil es sich nicht gelohnt hat, für das zu übernehmen. Weil es wahrscheinlich eher Kosten verursacht hätte, als das Geld eingenommen hätte. Und deswegen wurde das Spiel abgestellt, von dem ich noch nie gehört habe. Oh, was ist denn hier los? Oh shit. Meine neue Guild ist weg. Ah, tatsächlich, die sind alle offline gegangen. So, so. Geht man jetzt einfach offline? Aha. Nicht mal was geschrieben, die Boys. Nicht mal was geschrieben. Spielst du auf Devos? Nein, tue ich nicht. Also jetzt gerade nicht. Sonst ja, ab und zu mal. Aha. Es wurde bisher noch nichts angekündigt. Sicher ist sowieso nichts. Also von daher einfach spielen, solange es noch möglich ist. So richtig. Einfach ausnutzen. Moment mal, was hat er jetzt geupgradet? Ah. Ah, Garnetring plus 19. Holy shit. Schau dir mal das Ding an, ne? What the fucking shit. Wie sind alle so viel Geld in das Spiel reincashen, ne? Ganz ehrlich. Stop the Cashflow, Jungs. Stop the Cashflow. Ich mach jetzt hier einen auf einmal Cutie Pie. Ich laber einfach eine Scheiße und betone das einfach nur geil. Ich bin Cashflow. Wir müssen das Cashflow stoppen. Oh, thanks for your subscribe, man. I appreciate the support. Oh, das ist gar kein sinnloser Bullshit. Das meinte er wirklich so. Ja. Subscription gibt's ja bei mir nicht. Und ich würde es dann auch nicht auf Englisch sagen. Ja, wobei doch. So zum Trollen. Hm.
Oh, jetzt kommen sie hier alle mit ihrem OP-Equip, ey. Titte. Christmas Fairy Set. Kiara gibt an. Dings hat er auch eins. Ja, okay. Alle mit ihrem OP-Equip. Oh shit, ich hab kein Food mehr auf der Hand, fällt mir gerade auf. Huri Sheet. Oh, das ist jetzt nervig, weil das hält ja immer 10.000. Das heißt, ich muss mich immer ziemlich low hauen lassen, sowas mag ich nicht. Ah, aber ich habe 68 Ice Cream Cakes wieder. Ja, die ein bisschen fooden. Oh. Na gut, jetzt brauche ich es wiederum. Bei so vielen Monstern kann man sie tatsächlich mal benutzen. That food. Ja, ich glaube, wenn das Zeug leer ist, dann höre ich auf. Macht so langsam nicht mehr so wirklich Spaß. Ich habe mittlerweile so viel gefammelt, dass ich das schon rentieren sollte. Wenn ich die alle für eine Mille verkaufe, ey. GGWP. GGW fucking P. Aber es ist gerade die falsche Musik. Ich höre mich genauso an wie die Geige, oder? Sagt mir, ich höre mich genauso an wie die Geige. Oh shit. Oh shit. Jetzt muss ich eine Pille fooden. Ich bin in Panik, in Panik geraten. So. Ohne Scheiß, ich gehe damit zum Supertalent. Also wäre das nicht zu würdigen, weil es dieses Talent, das ist doch genial. Ja. Genius ist das. So richtig heavy Genius. Ah, was mich allerdings morgen richtig halt ankotzt, wenn ich echt nicht da bin, was ich hundertprozentig bin, kann ich mir nicht Unicorns of Love gegen Gambit Gaming anschauen. Was mich richtig hart anpisst. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das Ergebnis sowieso weiß, bevor ich mir die Aufzeichnungen anschauen kann. Von daher ist das mega behindert. Und ich werde das safe auf Facebook sehen, wer gewonnen hat. Und dann raste ich aus. Ihr könnt keine Links im Ding posten. Man kann auch keine Permission mehr geben, dass jemand einen Link posten kann, voll behindert. Das haben die geändert. Das ging nämlich am Anfang. Jetzt geht's nicht mehr. Ja. Ah, ich fürchte, Unicorns of Love wird verlieren, weil Gambit, die sind so gut. Die spielen in letzter Zeit so verdammt gut. Das wird Unicorns of Love safe nicht gewinnen. So leid es mir tut. Ich würde es denen echt gönnen, aber sie werden es nicht gewinnen. Sie spielen einfach nicht gut genug. Es sind eigentlich nur... Ich finde die Botlane von Power of Evil von Unicorns of Love voll scheiße. Also Kiki, Vizichachi und Power of Evil sind ja voll gut. Vor allem Power of Evil, aber
Keine Ahnung, die Botlane, keine Ahnung. Die sind eigentlich, die werden immer nur gecarried. Finde ich. Ihr habt die eigentlich noch nie so richtig, also ein, zwei Mal vielleicht oder so richtig harte Plays machen die selten. Die meisten Plays machen eindeutig wie sie Chachi und Power Feeble. Ja, Prozente kriegt man ja nicht wirklich, ne? UOL gewinnen. Ich sag's dir, man, Diamond und Cabochart sind so gut. Cabochart vor allem, ey, wie der in den letzten Games abgegangen ist. Ohne Scheiß. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon die da reden, aber ich schreibe auch einfach mal Deadboard. So. Erstens hat meine Master- und Hero-Quest jetzt zusammen. Meine Master Quest, die habe ich echt schon ewig. Also wirklich. Ring Roots, wann habe ich die gefarmt? Vor über einem Monat, glaube ich. Ja, die habe ich echt schon echt. Die habe ich echt schon ewig. Aha. Jetzt fehlen mir noch die Weird Eyes. Aber naja, kann man sich ja so auch schon farmen. Der hat mir gerade vor dem Bitch Slap von hinten gegeben. Habt ihr das gesehen? Wie der mir den Bitch Slap mit seinem Flügel gegeben hat. Ey, da meinte er halt, ich bin seine Bitch, ne? Aber dann bin ich halt hingegangen und hab ihn einfach zurückgeslappt. Und dann lag er halt auf dem Boden und hat sich nicht mehr bewegt. Der hätte Bitch Slapper. Die besten Zeiten von Gambit waren sowieso Darien, Diamond, Alexic. Spricht mir das nochmal aus, ich kann das irgendwie nicht. Ich sage immer Alex, ich, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich es auf Englisch immer sage, gehe ich mir auch immer, hä, wer? Alexic oder so, sagen Dämmer. Keine Ahnung. Kann ich aussprechen. Genya und Edward. Ja, Edward und Diamond spielen ja noch da. Ich finde aber Cabochart ist so verfickt gut, ey. Ohne Witz. Der Character, jedes Mal, wenn die gewinnen, ist der auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ich meine, klar, es ist ein Teamspiel. Im Endeffekt spielt jeder immer eine Rolle, aber der Kerl ist. Ja, der Kerl ist einfach. Finde es richtig gut. Neben Freddy auf jeden Fall der beste Toplaner. Finde Huni ist eigentlich auch nicht so gut. Spielt einfach nur übelst aggressiv.
Why are you do this to me? Why you do this to me? Ah, okay, er geht wieder.